Hallo ihr Lieben, heute geht es um ein lustiges Thema, warum Daten ein bisschen ist wie Schuhe kaufen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kiria van de Kamp, ich bin Coach und Hebamme. Und heute hatte ich die Situation in einem Coaching mit einer Frau, dass es darum ging, den Seelenpartner zu finden, den einen wahren. Und sie ist im Dating-Prozess und ich kenne das auch sehr gut aus eigener Erfahrung und sucht ihren Seelenpartner. Und das Problem ist dann häufig, dass da so hohe Erwartungen sind, diesen einen wahren zu finden, dass jedes Date von ihr völlig überladen ist mit diesen Ansprüchen. Und dass das dann meistens unheimlich viel Spannung erzeugt und sie das Gefühl hat, sie kann gar nicht so richtig natürlich sein, weil sie immer so hohe Ansprüche dann hat und Angst hat, dass sie dem nicht entspricht oder der dann doch nicht der Richtige ist. Die ganze Situation wird dann total verkrampft. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du musst das ein bisschen so sehen, dass Daten ein bisschen ist wie Schuhe kaufen gehen, ja? Und wenn du dir vorstellst, du gehst Schuhe kaufen, dann gehst du in den Laden und schaust dich mal um, was die so für Schuhe haben. Ja, guckst du dir alle mal an. Und da gibt es sportliche Schuhe und da gibt es elegante Schuhe, da gibt es ausgefallene und bunte Schuhe, es gibt bequeme Schuhe, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Schuhe, ja. Laufschuhe, Wanderschuhe, High Heels, alles Mögliche. Und dann geht es ja erstmal darum zu schauen, was gefällt dir denn so? Und dann kannst du die mal anprobieren. Und dann kannst du mal schauen, passen die die? Und dann läufst du mal so ein bisschen durch den Laden und schaust mal, wie fühlt sich das an? Ja? Du kannst die einfach mal zwanglos ausprobieren. Du musst die noch nicht sofort gleich kaufen. Ja? Du kannst erst mal gucken, passen die? Sind die bequem? Ja? Und dann kommt es natürlich darauf an, was sind deine Ansprüche und was hast du für Füße? Ja? Ich habe zum Beispiel sehr empfindliche Füße, sehr anspruchsvolle Füße, tatsächlich. Nicht nur im Daten, ich habe tatsächlich solche Füße. Und für mich ist das gar nicht so einfach, die richtigen, bequemen Schuhe zu finden. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du manche Schuhe total schön und sexy findest, aber wenn du die dann anziehst, entweder sofort schon merkst, du kannst ja gar nicht drauf laufen, die sind total unbequem. Oder falls du sie doch mit nach Hause genommen hast, erst nach einer Weile gemerkt hast, oh, die sehen zwar obersexy aus, aber die sind total unbequem. Da kann ich nicht lange mit laufen. Die halte ich nicht lange aus. Ja, das ist beim Daten manchmal auch so. Ja? Und dann gibt es super bequeme Schuhe, so richtige, die kannst du drin wohnen, die kannst du Tag und Nacht tragen. Die sind oberbequem, vielleicht nicht so sexy, aber so richtig gemütlich. Ja? Und dann musst du gucken, ist das die Art von Schuhe, die du gerne hast? Ja? Werden das deine Lieblingsschuhe? Möchtest du diese Schuhe am liebsten jeden Tag tragen? Oder bist du eher so der sportliche Typ und möchtest sehr, sehr sportliche Schuhe haben? Ja? All diese Schuhe sollen natürlich bequem sein und dir gut passen. Es gibt auch Frauen, die kaufen sich Schuhe, die unbequem sind. Oder die kaufen, ich sag mal, ganz billige Schuhe. Bin ich billig dran gekommen? Gab's günstig irgendwo, ja? Das kommt ein bisschen darauf an, was du willst, ja? Willst du möglichst viele Schuhe für wenig Geld, für wenig Aufwand? Oder möchtest du lieber ein bisschen sparen und in wirklich qualitativ hochwertige, gute Schuhe investieren, wo es auch deinen Füßen auf Dauer gut drin geht, ja? Und wenn du, ich sag mal, so einen Allround-Talent-Schuh suchst, dann musst du manchmal eine Weile gut suchen und vielleicht in gute Schuhgeschäfte gehen und zu schauen, bis du den idealen Schuh für dich findest, ja? Manchmal kann man auch überrascht sein. Also es lohnt sich auch schon mal Schuhe anzuprobieren, wo du vielleicht nicht sofort denkst, dass es das der ideale Schuh ist, ja? Ich habe mich zum Beispiel mal von einer Freundin zu einem Schuh überreden lassen. Ich spreche tatsächlich von einem Schuh, nicht von einem Mann, wo sie gesagt hat, ich habe mir Schuhe zurücklegen lassen, die musst du anprobieren. Ich soll die anprobieren. Ja, du brauchst schickere Schuhe. Dann hat sie mir so ein paar high-heel-schwarze Stiefeletten andrehen wollen. Ich so, nee, das ist nichts für mich. Da kann ich nicht drauf laufen. Ich kann nicht auf so hohen Schuhen laufen. Ich sag, zieh die mal an. Probier sie nur mal an. Ja, habe ich sie anprobiert, bin damit durch den Laden gelaufen, dachte, oh,
Die sind aber erstaunlich gut. Ja, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die so gut passen. So kann das manchmal auch beim Daten sein. Deswegen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so nett ist, ja. Also es lohnt sich auch mal so ein bisschen über die eigenen, über die, wie soll man sagen, über den eigenen Tellerrand so ein bisschen hinauszuschauen, was denn dann noch so ist. Und nicht immer nur ganz fixiert zu sein, aber das Ganze ein bisschen lockerer zu betrachten. Wenn du auf dein Date gehst mit der Absicht, ich will jetzt meinen Seelenpartner finden und der muss diese lange Liste hier erfüllen und wir nicht, dann wird da gleich jeder abserviert oder so, ja. Dann hast du wahrscheinlich nicht viel Spaß dabei. Mach das lustvoll und lach darüber, ja. Also, ich meine es nicht, lache über die Männer, sondern mehr über dich auch, wie ernst du das vielleicht manchmal nimmst, ja, weil du Angst hast, dir läuft die Zeit ab oder so, du willst jetzt noch Kinder und du willst jetzt den Partner dafür finden oder du hast Angst, du wirst sonst zu alt und findest keinen mehr oder sowas, ja. Relax, Baby. Du kannst in jedem Alter noch einen Partner finden. Du kannst auch in jedem Alter den richtigen finden. Und die Dates, die nicht so optimal sind, dann schaue ich immer zum Beispiel, ja, was war denn daran gut? Was gefällt mir denn an diesem Mann oder an diesem Date? Wie will ich mich mit einem Mann fühlen? Und dann fütter ich so meine Absicht im Universum und dann bin ich sagt, oh, das hat mir gefallen, ja. Neulich habe ich erzählt von einem Mann, der so eine tolle Berührungsqualität hatte, mit dem ich wandern war. Und dann habe ich dem Universum gesagt, das war gut, davon bitte mehr, ja. Das hat mir gefallen. Und dann neulich hatte ich ein Date mit einem netten Porsche-Fahrer. Das gefällt mir auch. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber hat mir auch gefallen, ja. War sehr nett. Also, geh das Ganze ein bisschen entspannter an und stell dir vor, du darfst diesen Schuh erstmal anprobieren und schauen, gefällt er mir? Passt er mir? Passt er in mein Leben? Ja? Ist er bequem? Geht es mir gut damit? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nur für 5 Meter vom Auto ins Restaurant gut an? Oder fühlt sich das vielleicht auch sogar längere Zeit gut an? Kann ich da länger mitlaufen und fühle mich immer noch wohl damit? Ja? Und manche Schuhe muss man auch ein bisschen einlaufen. Bis die bequem sind, ja. Und dann findet man ab und zu mal so einen Schuh, das ist einfach der obergeile Lieblingsschuh, ja. Ich habe so ein paar Schuhe, die fallen bald wahrscheinlich auseinander, aber die liebe ich einfach, ja. Und ich wünsche dir, dass du so einen Schuh auch beim Daten findest, wo du das Gefühl hast, der ist es. Aber geh es entspannt an. Dann habt ihr beide mehr davon. Alles Liebe, bis bald.